So, hallo liebe Leute. Ich bin an einem Ort, von dem ich gerade nicht so genau weiß, wie er heißt. Ich wollte eigentlich heute ins Pyeongchang Hamubo-guan gehen, aber es war geschlossen. Und jetzt bin ich mit dem Bus ein Stück weiter gefahren. Entschuldigung für das Gewackel gerade. Ich guck mal. Pyeongchang Fengxingqiu. Da befinde ich mich gerade. Und da gibt es auch einige buddhistische Steinschnitzereien, so wie diese hier, die man erblicken kann, wenn man ein bisschen den Berg hochgelaufen ist. Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, irgendwas anzubeten oder Ähnliches zu tun. Es ist eine Stätte, die teilweise dem Daoismus und teilweise dem Buddhismus gewidmet ist. Und hier haben wir eine Gruppe von Figuren. Auf der linken Seite ein Buddha. Links daneben ist noch eine Figur und rechts daneben zwei Figuren. Innerhalb dieser Nische und außerhalb der Nische haben wir auch nochmal zwei Figuren. Und ich glaube, dass die hier etwas älter sind. Ich gehe mal ein bisschen näher dran, um das auch zu versuchen zu beweisen. Die sind leider ein bisschen stark beschädigt. Deswegen kann man nicht mehr so viel sehen. Man sieht, da ist ein Nimbus. Die Buddha-Figur hat einen zweilagigen und die anderen Figuren haben einen einfacher gearbeiteten einlagigen. Auf der rechten Seite, glaube ich, auf einem Lotussockel stehend Avalokiteshvara erblickt zu haben. Wie gesagt, die Beschädigungen sind sehr stark. Warum möchte ich das früher einordnen? Wir haben hier wieder die berühmten drei Knicke, die aus der indischen Kunst bekannt sind. Ich gehe mal wieder mit dem Finger davor. Hier ein Knick und da ein Knick. Da haben wir gelernt, dass das ja so ein Kunstgriff war, um die Sache etwas belebter und natürlicher aussehen zu lassen. Deswegen gehe ich davon aus, dass das vielleicht aus der Sui-Zeit stammt. Es gibt hier noch zwei größere Buddha-Statuen, die Charakteristika aus der Tang-Zeit zeigen. Die sind nämlich sehr pummelig. Das sind die Xuanfo, die zwei Buddhas oder das Buddha-Pärchen. Die sind rechts hier neben am Berg oben. Ich zeige die gleich von unten. Und ich glaube bei dem, dass er Avalokiteshvara ist, weil er nämlich hier etwas in der Hand hält. Und wahrscheinlich ist das wieder die für Avalokiteshvara häufig übliche Wasserflasche. Für das, was ich sage, kann ich jetzt nicht die Hand ins Feuer legen, aber ich nehme das jetzt einfach mal an. Und wenn mich jemand korrigieren möchte, bitte gerne. Okay, wie man sieht, ist das nicht ganz so einfach. Hier steht eine Dame vor mir, die möchte mir unbedingt Räucherwerk verkaufen. Und ich habe hinter mir eine Balustrade, sodass ich nicht weiter zurückweichen kann. Diese beiden, das sind die Zishan Xuanfo. Das sind die beiden Buddhas vom Zi-Berg. Ich halte hier gerade auf den Lotussockel, wo der Herr barfüßig draufsteht. Und gehe jetzt mal langsam nach oben. Man kann sich auch direkt daneben stellen. Der Mensch dort ist ungefähr 1,70 groß. Dann kann man sich denken, wie groß diese Statuen sind. Hier sehen wir wieder Buddha in seinem typischen Umhang. Das ist leider wirklich aufgrund des Winkels ein bisschen schwierig zu machen. Der ist vorne mit einer Schleife gebunden. Er hat diese drei Halsfalten, die ein typisches Lakshana des Buddha sind, also ein Charakteristikum einer Buddha-Darstellung. Er zeigt mit seiner rechten Hand Abhayamudra, also die Geste der Abwesenheit von Furcht. Seine linke Hand können wir gerade nicht sehen, weil die hinter dem Baum ist. Und dann haben wir hier das Gesicht. Er hat zwischen den Augen ein Urna. Und wahrscheinlich hat er auch eine Ushnisha. Die kann man von hier jetzt nicht sehen. Ich habe eben gerade von unten, ehrlich gesagt, nicht drauf geachtet. Das ist der Buddha Shakyamuni. Und er ist eindeutig tangzeitlich, was man unter anderem oder ganz besonders daran sieht, dass er einfach ein bisschen pummelig ist und diese dicken Pausbacken hat. Neben ihm ist noch ein zweiter Buddha, das ist nicht Shakyamuni. Die Frau mit dem Räucherwerk hat mir gerade gesagt, wer es ist. Ich habe es aber leider vergessen. Ist wohl um dieselbe Zeit entstanden.
Also ungefähr im 8. Jahrhundert, wenn ich das richtig verstanden habe. Und zeigt entsprechend auch dieses pausbäckige Gesicht, backige Gesicht, den Umhang und diese drei Halsfalten. Von hier aus kann man auch wieder die Urna sehen, aber nicht die Ushnisha. So viel dazu. Ansonsten sind hier noch so ein paar Nischen, wo auch noch verschiedene Figuren drin sind. Sind aber auch allesamt relativ stark beschädigt, deswegen kann man da auch wenig zu sagen.